Willkommen zurück bei Satisfactory und wir sind immer noch an Ort und Stelle. Wie ihr seht, ich habe nichts mehr gemacht. Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Was? Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich habe nur mal so Spaß, aber ich dachte, das wäre Deko. Ich dachte echt, das wäre Deko. Nice. Nice, okay, gut. Wir waren beim Hub-Upgrade Nummer 4, gell? Das wollten wir diese Folge machen. Da müssen wir... Ach Quatsch, ich hätte doch da... Ich hätte doch hier durchgehen können. Eisenblatt... Ne, wir sollen mal Eisenstangen produzieren. Wir machen das Ding mal an. Hier gibt es jetzt mal Eisenbarren. Und Produktion. Nice. Ja, lassen wir erstmal machen. Oder? Ja, lassen wir erstmal machen. Kann ich den meinen? Ah ne, ich kann eine Wände. Wände. Okay, Wände. Das würde mich auch mal interessieren, für was ich Wände bauen soll. Kann ich hier noch Wände irgendwo dran dotzen? Kann ich hier Wände irgendwo dran setzen? Nee. Muss ich an ein Fundament oder ähnliches anschließen? Okay, keine Ahnung. Dann müssen wir Fundamente bauen. Aber für was Fundamente? Ich kann doch alles hier so hinstellen. Fundament, ach mal, sorg für einen ebenen Boden, auf dem du deine Fabrik errichten kannst. Gebäude oberhalb des Fundaments werden an ein Raster angepasst, um sie leichter aneinander ausrichten zu können. Ah! Vielleicht sollten wir Fundamente bauen. Logistik, Förderbänder, Fundamente, Energie. Okay, okay. Okay, hilft mir die Fabrik auf ebenem Boden zu bauen. Aber hier ist ja eben. Alter, hast du mich gerade erschreckt. Hier ist ja relativ eben. Achso, wir können die nächsten 100 Barren eigentlich schon machen, während der die Rohre, die Stangen, ich weiß nicht, warum ich auf Rohre komme, die Stangen. So, hier hätten, da drüben laufen 100 Stangen. Hier kommen jetzt 100 Platten. So, und dann machen wir nochmal Kupfer. Machen wir genauso. Nochmal 100. Wenn es überhaupt so viele gibt. Ah doch, gibt so viele. Ja, ja, gibt so viele. Und dann müssen wir drüben im Konstruktor ein bisschen was produzieren und dann können wir schon das Hub-Upgrade Teil 4 machen. So, wir könnten jetzt hier die nochmal leer machen.
Tja, läuft. Geil. Ah, wir können noch mal eine Beere essen, sehe ich gerade. Was ist das denn? Läuft. Natürlich von hier oben das runter ein Förderband bauen. Das ist natürlich ein Mammutprojekt. Die sind so krass schnell. Okay, läuft noch. Dann machen wir den gleich aus. Ein bisschen Biomasse herstellen. Ja, ist nicht die Welt, aber wir können auch eine verstärkte Eisenplatte herstellen. Jawohl. So, Biomasse, zack. Eisenplatte. Wie war denn das? Das war unser Körper. Yummy. Sind wir geheilt? Wer weiß, für was es gut ist, oder? Also. Eisenplatten. Jawohl. So, was brauchen wir für das Hub-Upgrade? Okay, 100. Okay, 100 Platten. Das reicht, das, was er da drüben produziert, das reicht nicht. Der braucht zwei Erz für eine Platte. So wie hier auch. Also hier schon mal zwei Eisenerz für einen Barren. Eisenplatte. So mega krass schnell, ey. So, Eisenbarren hier.
komm, drüben wird produziert, hier wird produziert. Machen wir es zeitgleich, oder? So, was brauche ich jetzt hier noch? Drei Eisenplatten und das war's. Na, ich glaube, die warten wir gerade noch ab, bevor wir upgraden, oder? So, jetzt gehen wir noch mal gucken. Tja. Konsumi. Nichts wird konsumiert. Ein bisschen hatte ich eben. Ah, alles klar. Läuft. Richtig nice. So, jetzt müssten wir aber das Upgrade machen können, oder? Phase 4. Jawohl, Meilenstein auswählen. Machen wir direkt. Tada! Congratulations, you have unlocked hub feature additional biomass generator. Oh. New buildings, which can be found in the build menu. Ninth objective, hub upgrade molecular analysis. Note. To ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Was? Ganz kurz, wir müssen jetzt erstmal da drüben nochmal Biomasse reinpacken. Wir machen hier erst nochmal Biomasse hoch. Ach Quatsch, ich würde es auch mitnehmen. Biomasse Blätter, Biomasse Holz. Biomasse Blätter ging nicht. Oh, Holz ist wesentlich effektiver als Biomasse. So. Aus. Zack. So, und was war jetzt? Jetzt, was können wir jetzt erstmal bauen? Nee, mal stopp, stopp, stopp. Was hat sie jetzt gesagt? Soll nicht mit eingreifen? Von Samuel, resource extractors such as a mine are essential production buildings that don't require any other input than power to produce. They can only be on the resource nodes, which come in different forms, like iron, oil, quartz, Öl, quartz, etc. Ressourcenextractor affected by the priority of the resource node that are built up on impure nodes slow production down and impure nodes speed it up. Check it out. Okay, gut, alles klar. Onboarding. Hub fertigstellen. Glückwunsch, du hast folgendes freigeschaltet. Hub-Ausstattung, zusätzliche Biomasse-Generator. Okay, den haben wir schon gesehen. Neue Gebäude, die gucken wir uns gleich nochmal an, zu finden im Bauen-Menü. Neuntes Ziel, Hub-Upgrade, Molekularanalyse. Hinweis, um die perfekte Beherrschung der Fähigkeiten und Ausrüstung sicherzustellen, wurde ich gebeten, bei diesem letzten Ziel nicht einzugreifen. Viel Glück. Hä? Wieso? Du bist doch eh uninteressant. Also nicht uninteressant, aber du bist doch eh... Sie hilft mir doch gar nicht großartig, oder? Während ich baue, kann der hier ruhig. Ach nee, er braucht Eisenbarren. Ja, da würde ich sagen, wir im Baumenü wollten wir uns die neuen Dinge angucken. Genau, Produktion. The Miner MK1. Yeah. Können wir den bauen? Nein. Noch ein mobiler Minator benötigt. Okay.
Ja, den hätten wir ja dann hier. Hör mal auf. Okay. Obwohl, ah nein, ich kann die doch da sitzen lassen. Ich wollte doch den mobilen Minator. Deswegen habe ich es... Hä? Deswegen habe ich es weggemacht. Hä? Was? Nicht genügend Freiraum? Was? Wie viel Freiraum willst du? Hä? Wieso nicht genügend Freiraum? Das verstehe ich nicht. Hä? Wie viel Platz brauchst du? Ah, da stand jetzt eben mehr. Du musst auf dem Ressourcenknoten platzieren. Was? Du kannst den Ressourcen nicht von den Ressourcen vorgeben lassen. Er benutzt einen Ressourcenknoten. Hä? Das verstehe ich nicht. Ja, aber das ist doch der Knoten. Das verstehe ich nicht. Oh, 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 stopp! Ah! Ah! Also habe ich in der ersten Folge wieder durch dummen Glück herausgefunden, dass... Durch dummen Glück wieder. Anders kann man sich das nicht erklären. Ich könnt euch erinnern, dass ich diesen Pinöpel hier weggekloppt habe und es bereut habe. Den habe ich weggekloppt. Der muss weg. Okay. Gut. Was können wir noch bauen? Wir brauchen einen Schmelze. Eine Schmelze. Schmelzerei. Ach so. Ich denke, ja, nur weit soll ich denn laufen? Ich habe keine Ressourcen mehr. Läuft. Läuft. Kann ich noch so einen Miner bauen? Auf einen Ressourcenknoten. Ja, hier oben auf den. Gib mir mal alles. Ah, da muss ich das hier bestimmt erst wegkloppen, oder? Oder kann ich den... Nein, will er nicht. Okay. Also gut, doch wegkloppen. Ja, läuft, oder? Geht das?
Ja. Nein, das wird zu steil. Aha, zu lange geht also nicht. Okay, gut. Das läuft schon. Oh, 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 was passiert mit mir? Okay, nichts. Ja, nice. Geil. Ja, und dem muss ich jetzt nur noch sagen, was er produzieren soll. Aber im Moment macht er halt Draht für mich, weil ich den brauche. Ja, nice. Ja, das ist ja geil. Das ist ja mega geil. Müssen wir nur noch Strom hier hochbringen? Nicht wahr? Und dann könnte der funktionieren. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Soweit sieht es schon gut aus, unsere kleine Produktionsstätte hier. Ja, sieht gut aus. Nice. Schön, gefällt mir. Gefällt mir. Ich hoffe, euch auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge. Wenn ihr mögt, würde mich freuen. Dann machen wir da ein bisschen Strom, dass das produziert wird. Wir machen hier die Produktionsstraße und vielleicht schaffen wir es auch, das Hub abzugraden. Aber das müssen wir alles in der nächsten oder in den nächsten Folgen klären. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich mit diesem schönen Blick in die Landschaft. Kann ich dieses komische Tool da wegpacken? Nee, kann ich leider nicht. Naja, gut. Oh doch, wartet, 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 das geht. So, mit der Aussicht verabschiede ich mich. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächste Folge. Würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.